Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben die ersten Verse jetzt schon gelesen, sind ziemlich weit in dieser Rede vom Rabschaken, der diese nervenzerfetzenden Worte dann nach Jerusalem reinruft, um die Stadt zum Aufgeben zu bewegen. Das ist immer noch billiger für ihn, als wenn er da noch kämpfen muss, selbst wenn die Stadt Jerusalem an sich für ihn eigentlich keinen großen Widerstand mehr geboten hat. Aber er versucht, die Kampfmoral und die Königstreue der Bürger in Jerusalem zu erschüttern und sie zum Aufgeben zu bewegen, indem er ihnen die Schrecken der Belagerung vor Augen malt und sagt: Ich bin von Gott geschickt, ja, Gott hat mich geschickt, lasst euch nicht vertrösten von Hiskia, er kann euch nicht erretten. Lasst euch auch nicht von Hiskia sagen, Gott wird erretten und dieser Stätte wird kein Schaden zugefügt werden. Er kann euch nicht erretten, ich bin im Auftrag Gottes da. Und er kann auf Jüdisch reden, ja, er spricht also die jüdische Sprache, obwohl seine Muttersprache eigentlich Aramäisch wäre. Also heftig, was da läuft, ja. Und nachdem er am Anfang sehr aggressiv zum Aufruhr gegen Hiskia aufgerufen hat und zum Abfall von Hiskia, wandelt er jetzt seine Taktik und jetzt ist er sehr liebevoll zu ihnen und sagt in Vers 32: Ich komme und hole euch in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn, Most, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind, so werdet ihr leben bleiben und nicht sterben müssen. Gehorchet Hiskia nicht, denn er verführt euch. Hiskia ist ein Betrüger, Hiskia ist ein Verführer, Hiskia ist ein Lügner. Ja, kommt zu mir heraus. Und nachdem er so liebevoll mit ihnen gesprochen hat und die Herzen so ein bisschen weich werden und die Herzen der Leute sich vielleicht so langsam ihm zuneigen, das ist ja klug, was er hier macht, ja, da fängt er mit Vernunftsgründen an. Kommt die Vernunft ins Spiel. Die Vernunft, die war im Glaubensleben noch nie so sehr gut. Ja, die Vernunft ist wohl das Licht des Verstandes oder der Verstand ist das Licht der Vernunft. Aber darüber hinaus geht der Glaube und Gottes Geist, ja, der den Verstand erhält. Da steht Vers 33: Haben auch die Götter der Heiden ein jeglicher sein Land errettet von der Hand des Königs von Assyrien? Nein, die sind alle erobert worden, alle. Sogar euer Israel ist erobert worden, euer Nordreich, sogar euer Juda ist erobert worden. Niemand hat mir widerstehen können. Vernunftsgründe. Er zählt die Fakten auf. Ja? Er zählt die Fakten auf und zeigt ihnen, was die Vernunft dazu sagt, ja? Was passiert ist. Wo sind die Götter zu Hamat und Arpad? Wo sind die Götter zu Sepharvaim und Henna und Iva? Haben sie auch Samaria errettet von meiner Hand? Nein, haben sie nicht. Auch Samaria ist gefallen, auch Juda ist gefallen und Jerusalem wird auch gleich fallen, wenn ihr nicht aufgebt. Ja? Vernunftsgründe, die er anführt. Wo ist ein Gott unter aller Lande Göttern, die ihr Land haben von meiner Hand errettet, dass der Herr sollte Jerusalem von meiner Hand erretten? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts. Denn der König hatte geboten und gesagt: Antwortet ihm nichts. Das war ziemlich klug von Hiskia, ja? Dass er den Leuten gesagt hat: Antwortet ihm nichts. Geht nicht drauf ein. Ja, so wie auch Eva im Paradies der Schlange nicht hätte antworten sollen. In dem Moment, wo sie geantwortet hat auf die Schlange, da war sie verloren, ja? Weil die Schlange dann sofort nachhakt. Genau wie auch der Eliakim sagt: Rede mit deinen Knechten auf Hebräisch, auf Jüdisch und nicht, genau wie der Eliakim auch gesagt hat zu dem Rabschaken: Rede mit deinen Knechten auf Syrisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns auf Jüdisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer steht. Ja? Hiskia wusste, was auf die Leute zukam, und obwohl der sehr jung war, war der klug und hat den Leuten gesagt: Antwortet ihm nichts, schweigt still und geht nicht auf das ein, was er euch zuruft und was er euch vor Augen malt, ja. Und das Volk war klug und hat sich darauf hat das befolgt, ja. Die waren dem Hiskia weiterhin gehorsam. Das Volk schwieg still und antwortete ihm nichts. Das hat dem Rabschaken nichts geantwortet. Das ist manchmal schwieriger, als was zu sagen, ja, zu schweigen und sich zurückzuhalten. Gerade in so einer provozierenden Rede auch. Gerade auch wenn er seine Worte dann damit schließt und sagt: Auch der Herr kann Jerusalem nicht von meiner Hand erretten. Ja? Das wäre eigentlich ein Punkt gewesen, wo sie sagen können: Doch, unser Herr ist stärker als du. Ja? Gott wird uns retten. Die haben einfach geschwiegen. Manchmal ist gut, man sagt was.
Manchmal ist gut, man schweigt, ja. Und den Unterschied zu entdecken bei beidem, das ist die große Kunst, ja. Die haben auf ihren König gehört und haben geschwiegen und haben sich auf Hiskia verlassen. Und dann steht ja, da kamen Eliakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister, und Sebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzler, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm an die Worte des Erzschenken. Das ist eine total fatale Situation, in der Jerusalem damals war. Komplett isoliert, politisch isoliert, Juda besetzt, Ephraim, Samaria, deportiert sogar schon von den Assyrern. Die Ägypter kommen ihnen nicht zu Hilfe. Diese Koalition mit Ägypten oder dieses Bündnis, dieser Vertrag mit Ägypten in Anführungsstrichen, der ja nie wirklich formuliert wurde, der ist einmal Thema in Jesaja, wo Gott auch sagt, dieses Volk spricht von nichts anderem als von Verschwörung oder von Vertrag, ja, den man mit Ägypten irgendwo hat, dass die Ägypter ihnen dann irgendwann gegen die Assyrer helfen. Niemand ist gekommen und niemand hat ihnen geholfen. Und zum Schluss mussten sie sich ganz auf Gott verlassen. Und das ist das, was wir auch lernen sollen, ja, als Christen. Gott führt uns durch. Gott hat hier auch seine Stadt bewahrt. Das war eine besondere Situation. Aber wir sollen hier an der Geschichte auch lernen, dass wir in so Situationen kommen können. Und wir sollen auch lernen, wie der Feind vorgeht, wie er Zweifel sät am Wort Gottes, wie er versucht, uns von Jesus Christus abtrünnig zu machen, wie er versucht, uns zu demütigen und uns zu zeigen und zu sagen, dass wir nichts sind, dass wir nichts wert sind, dass wir nichts haben. Alles Dinge, die nicht wahr sind. Ja? Das ist nicht wahr. Gott liebt uns. Ja, deswegen hat er uns seinen Sohn geschickt. Das ist die Wahrheit im Evangelium. Und der Teufel sagt, wieso seid ihr abhängig geworden von mir? Ich bin der König der Welt. Das gehört alles mir. Das Geld und deine Existenz, deine Arbeit, deine Zukunft, alles gehört mir. Und es lohnt sich nicht, Christ zu sein. Ja, das ist das, was der Teufel sagt. Das ist das, was der Rabschake nach Jerusalem reinruft. Und er sagt, lasst euch euren Hiskia nicht verführen. Ja? Jesus kann euch nicht retten. Das ist das, was der Teufel sagt. Kommt zu mir, nehmt meine Gnade an, dann soll es euch wieder gut gehen. Ja? Diese nervenzerfetzende Rede ruft der Rabschake nach Jerusalem rein, und die ist eigentlich ein Lehrstück für uns, klug zu sein und nicht alles zu glauben, was wir hören, und unseren Gedanken oder Anfechtungen nicht immer nachzugeben, sondern uns immer wieder auch ein bisschen zu erfrischen an der Bibel, ja? Und dort ein bisschen wieder die Spur aufzunehmen, Jesus nach, Jesus Christus nach. Das ist nichts für Schwächlinge, ja, das ist für die Schwachen, aber nichts für Schwächlinge, das ist für Männer im Glauben, für Frauen im Glauben, die Jesus nachfolgen, ja. Dieser Nachfolge Jesu Christi brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir stehen in einer langen Reihe über 20 Jahrhunderte von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Ja, wir werden mal staunen im Himmel, wer da alles bei ist. Da sind König und Kaiser bei. Wir sind in bester Gesellschaft. Ja? Schämt euch nicht des Evangeliums. Ja? Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. So sagt Paulus. Ja? Und so ist es auch. Und so war es hier auch. Ja? Die haben sich auf Gott verlassen, die haben diese Rede gehört, und die kommen dann auch, die Hofbeamten von dem Hiskia kommen dann mit zerrissenen Kleidern auch zu ihm und sagen ihm dann die Worte des Erzschenken. Und dann kommt diese Stelle, die ich so sehr schätze. Diese ganze Geschichte gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Ja. Da steht dann Kapitel 19 von Vers 1, da der König Hiskia das hörte, was der Rabschake in die Stadt reinruft, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Ja, der ging zum Beten. Der ist zu seinem Gott gegangen. Und sandte Eliakim, den Hofmeister, und Sebna, den Schreiber, mit den Ältesten der Priester, mit Säcken angetan, zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Denn Jesaja war zusammen mit Hiskia in der Stadt damals eingeschlossen. Jesaja war da schon ein älterer Mann. Jesaja hat ja auch schon unter dem Vater von Hiskia, unter dem Ahas in Jerusalem, auch schon als Prophet gedient. Und der Hiskia schickt diese Hofbeamten zu Jesaja und lässt ihn Folgendes ausrichten. Sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, klar, des Scheltens und des Lästerns.
ja, vom Rabschake nach Jerusalem rein. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft dazu gebären. Das finde ich seltsame Verse, weil welche Kinder sind an die Geburt gekommen? Ja gut, vielleicht die Kinder Jerusalems. Ja, aber an welche Geburt sind die denn gekommen? Und wieso ist da keine Kraft da zu gebären? Wenn Hiskia dem Jesaja hätte ausrichten lassen, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns, bete zu Gott, dass der Herr uns hilft und befreit, sonst sind wir morgen alle tot, das hätte ich verstehen können. Das wäre vernünftig gewesen. Ja? Macht er aber nicht. Der sagt, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft dazu gebären. Und das ist ein großes Geheimnis. Ja? Da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, die den Kanal hier kennen, die wissen, was das zu bedeuten hat. Das ist eine Andeutung der Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Da gibt es viele Clips zu, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr gucken, gibt es so eine Playlist, müsst ihr suchen, Achim Klein, Wiedergeburt Jerusalems. Und dann guckt ihr die Clips der Reihe nach am besten an, ja, die sind durchnummeriert. Dann kommt ihr auch zu dem Text hier von einer ganz anderen Seite und von einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus Johannes 3, die Rede zwischen Jesus und Nikodemus über die Wiedergeburt. Ja? Die spiegelt sich nämlich hier auch in diesen Versen. Aber Hiskia, der schickt die Hofbeamten zu Jesaja und er selber geht ins Haus des Herrn. Und er sagt, er lässt Jesaja ausrichten, ob vielleicht der Herr, dein Gott, hören wollte, alle Worte des Erzschenken, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. Das war das Erste, was Hiskia hier nennt und was ihm wichtig war. Nicht das eigene Überleben, sondern dass hier jemand Hohn gesprochen hat, dem lebendigen Gott. Und zu schelten mit Worten, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebet für die übrigen, die noch vorhanden sind. Und da die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, sprach Jesaja zu ihnen, so sagt eurem Herrn, so spricht der Herr. Ist erfrischend, jetzt kommt Gottes Reden hier in diesen ganzen Schlamassel. Ja? Das ist wunderschön, diesen ganzen Schlamassel, den wir hier auch erleben mittlerweile. Ja? Da kommt Gottes Wort rein. Das ist immer eine schöne und eine gute, wichtige Sache. Ja? So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, dass er ein Gerücht hören wird und wieder in sein Land ziehen und will ihn durchs Schwert fällen in seinem Land. Gott hat Lösung. Gott hat einen Weg für dieses Volk, für diese Stadt, der ganz anders aussieht als das, was der Rabschake sich vorgestellt hatte. Und da der Erzschenke wiederkam, oder der Erzschenke, der Rabschake, dann wieder zurückzog nach Libna, dort wo er herkam, weil dort der König von Assyrien sein Heerlager aufgerichtet hatte. Als der Erzschenke wiederkam nach Libna, fand er den König von Assyrien streiten wider Libna, denn er hatte gehört, dass er von Lachis gezogen war. Und da er hörte von Tirhaka, dem König der Mooren, das ist, ich glaube, Äthiopien, ja, Kusch, siehe, er ist ausgezogen, mit dir zu streiten, sandte er abermals Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen. Das heißt also, der Rabschake ist von Jerusalem dann wieder abgezogen, wieder zurück nach Libna, weil der König von Assyrien dort gekämpft hat. Er war von Lachis dann nach Libna weitergezogen in diesem Streit. Das liegt so knapp 50 Kilometer südwestlich von Jerusalem in der Ebene, da im Gazastreifen, heutigen Gazastreifen. Und der Erzschenke wird dort in diese Kampfhandlung dann wieder verwickelt, aber das pupfert ihn jetzt, so heißt es im Schwäbischen. Ja? Das ärgert ihn jetzt natürlich, dass er die ganze Sache in Jerusalem da auf sich beruhen lassen muss. Und dann schreit er nochmal hinterher, ja? Der tritt nochmal nach. Und er sandte abermals Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, so sagt Hiskia dem König Judas, lass dich deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien getan haben, allen Landen, und sie verbannt. Und du,
solltest errettet werden? Haben der Heidengötter auch sie errettet, welche meine Väter haben verderbt? Gosan, Haran, Rezef und die Kinder Edens, die zu Telassar waren? Wo ist der König zu Hamat, der König zu Arpad und der König der Stadt Sepharvaim von Henna und Iva? Wo sind sie? Sind alle weg. Und ich komme auch noch. Warte nur ab. Lass dich von deinem Gott nicht betrügen. Ja? Ich komme und werde euch holen. Aber so weit ist nicht mehr gekommen. Und da Hiskia den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim sitzt. Ja, der hat wahrscheinlich vor der Bundeslade gestanden und hat dort gebetet. Und er sagt: Herr, du bist nicht die Bundeslade. Er hat nicht die Bundeslade angebetet, er hat den Gott angebetet, der über den Cherubim der Bundeslade sitzt und thront. Du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Ein junger Mann, ja, ergreifendes Gebet. Herr, neige deine Ohren und höre. Tue deine Augen auf und siehe und höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. Es ist wahr. Herr, die Könige von Assyrien haben die Heiden mit dem Schwert umgebracht und ihr Land und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sondern es waren Werke von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie vertilgt. Nun aber, Herr unser Gott, hilf uns aus seiner Hand, auf dass alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Ich finde das so ergreifend. Der geht in den Tempel und redet zu dem Gott, der über den Cherubim sitzt. Und dann sagt der Hiskia: Herr, es ist wahr. Was der Rabschak gesagt, ist wahr. Niemand hat dem widerstehen können. Der hat alle Länder besiegt und alle Götzen hat er beiseite geräumt, weil es keine Götter waren. Ja? Aber du bist der lebendige Gott. Hilf uns aus seiner Hand, auf dass alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Was für ein schönes Gebet. Ja? Da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was du zu mir gebetet hast um Sanherib, den König von Assyrien, das habe ich gehört. Gott hat das gehört, was Hiskia gebetet hat. Und Gott hört auch unser Gebet heute. Das habe ich gehört, sagt der Gott Israels. Das ist, was der Herr wieder ihn geredet hat. Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet dein. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt dir nach. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen in Israel. Du hast den Herrn durch deine Boten gehöhnt und gesagt: Ich bin durch die Menge meiner Wagen auf die Höhe der Berge gestiegen, auf den innersten Libanon. Ich habe seine hohen Zedern und auserlesenen Tannen abgehauen und bin gekommen an seine äußersten Herberge, an den Wald seines Baumgartens. Ich habe gegraben und ausgetrunken die fremden Wasser und werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse Ägyptens. Hast du aber nicht gehört, dass ich solches lange zuvor getan habe? Und von Anfang habe ich's bereitet, sagt Gott. Nun aber habe ich's kommen lassen, dass feste Städte werden fallen in einen wüsten Steinhaufen. Und die darin wohnen, matt werden und sich fürchten wie das Gras auf dem Felde und wie das grüne Kraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe denn es reif wird. Ich weiß dein Wohnen, dein Aus- und Einziehen. Gott kennt den Rabschaken. Gott kennt jeden Herrscher dieser Welt. Ich weiß davon, sagt Gott. Und ich weiß, dass du tobst wider mich. Weil du denn wider mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren heraufgekommen ist, so will ich dir einen Ring in deine Nase legen und ein Gebiss in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Und das sei dir ein Zeichen. In diesem Jahr ist, was von selber wächst. Im anderen Jahr, was noch aus den Wurzeln wächst. Im dritten Jahr sät und erntet und pflanzet Weinberge und esset ihre Früchte. Und was vom Haus Judas errettet und übrig geblieben ist, wird auch weiterhin unter sich wurzeln und über sich Frucht tragen. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berg Zion, der Eifer des Herrn Zebaoth.
wird solches tun. Das ist ein Blick weit in die Endzeit. Da geht es um einen Überrest in Jerusalem. Da geht es um Kinder, die an die Geburt gekommen sind und geboren werden. Da lässt uns Gott schon im 8. Jahrhundert vor Christus weit in die Zukunft schauen. Denn das, was hier steht, wird kommen. Eine Verwüstung des Landes Israels, ein Überrest in Jerusalem, eine Wiedergeburt in Jerusalem und eine Befreiung der Stadt vom Belagerer. Das alles wird kommen. Ja, das sehen wir hier in den Versen angedeutet. Soweit mal in aller Kürze. Wir schauen uns dann in dem letzten Teil nochmal die restlichen Verse auch an. Ich finde es wunderschön, weil uns das hinter die Kulissen blicken lässt. Wir sehen die Taktik des Feindes. Und es ermutigt uns ein bisschen, uns auf Gott zu verlassen und auf unseren Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen, viel Glaubenstrotz und bis bald.